Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Tales of Zestiria. So, in der Ruine von Mabinogio treffen wir uns wieder. Denn hier, genau vor uns, war eine Tür, die verschlossen war. Ganz am Anfang und ich habe gedacht, hier kommen wir vielleicht mal rein. Und ich hatte recht. Denn hier, das hier ist der Weg nach Camlann. Schätze ich jetzt mal. Ich weiß es nicht. Und hier, genau da, sollte noch ein Norman auf uns warten. Yay, super. Oh, da sind sehr viele Soldaten. Tor? Und sonst irgendein komischer Kraut. Das sind Leute. Das sind ganz normale Leute hier. Also Soldaten und Leute. Da. Oh. What is this? He was the one who brought in the soldiers. What a fool he was, right up to the very end. Muse! Lila, quickly! Heal her! Are you all right? I sense malevolence, but it's not too late if I still have my life to give. What are you doing? Don't try to move. Please, dear Seraph, I need to... I must do this. I want to give the world reason to hope, even should it cost me my life. But why? Because I believe that the children raised by Seraph Zenrus will one day grow to become a shepherd and his companion. I believe they will lead us to hope for the future. A bright future where humans and Seraphim can live hand in hand. And that is your answer. Please, my staff. Thank you. Muse! Farewell, Muse. I too believe in your wish. And I know it will surely come true. Thank you. Mikleo, I'm so sorry. I'm fine. I'm sure we'll find Zenrus just up ahead. And our missing Mautellus as well. Not to mention Catface. Let's get it on! Yeah. Everyone, let's do this! The prologue to the final act, huh? Lord Heldoth, my master. Can these people truly be stained with the colors you desire? But then, it is my job to see that they are. Muse Stab erhalten. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre vielleicht nur so eine Verarschung wieder gewesen von ihr. Und Mikleon hatte das Schatzdetektor. Moment. Aufgeräumt. Sehr cool. Okay, ich hätte... Oh, Moment. Mikleon, ich bewundere seine Stärke.
Ja, er ist eine harte Nuss. Das muss er sein, um mit mir, um mit dir mithalten zu können. Oh. Ja, ich hätte jetzt gedacht, das wäre so eine Illusion gewesen von der jungen Dame, die uns dementsprechend vielleicht noch sehr, sehr, sehr Probleme verursachen kann. Da unten ist more Evelyns. What? We were just... Yeah. Must be Simone. Definitely. I wonder what she's playing at. Let's stay on guard. Wo sind wir denn jetzt? Tief in der Ruine, im Abinokio. Also wir sind immer noch am gleichen Ort. Okay, Moment. Heiliger Trank. So. Ich hoffe mal. Jawohl. Okay. Haben wir wenigstens ein bisschen Ruhe hier. Erforschen wir das? Es gibt keine Karte. Habe ich mir auch schon fast gedacht. Tief in der Runde der Magminogio. Und ich schätze mal, da kommen noch ein paar andere. So, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, indem ich hier rumlaufe. Es sieht so aus, als könnten wir hier stundenlang umherirren. Ich habe ein bisschen nachgeforscht über diese Kugeln, die speziellen. Und es gibt noch einige Bosse, die wir noch töten können. Aber die sind auf der Hexen... Ich komme nicht vorbei. Die sind auf der Hexeninsel. Und da kommen wir halt erst hin, wenn wir das Spiel abgeschlossen haben. Jetzt ist meine Frage. Da ich nichts mache, wenn ich das... Wenn ich nichts, Moment, was wollt ihr gerade sagen? Auf jeden Fall, wenn das Spiel fertig ist, wollte ich eigentlich sagen, dass das Spiel abgeschlossen ist. Aber wenn ihr unbedingt wollt, dass ihr die Hexeninsel auch noch seht, dann schreibt es mir in die Kommentare und ich werde eine neue Playlist dann aufmachen für Hexeninsel. Es gibt 6 Bosse, glaube ich, jetzt mal. Und da können wir noch ein paar Kugeln sammeln. Aber ansonsten ist eigentlich alles getan, außer Rose zweites mystisches Art, aber das bringe ich immer noch nicht hin. Keine Ahnung. Ich habe auch nichts im Internet gefunden, was mir irgendwie weiterhilft. Sings Kugel haben wir sogar eine mehr. Komischerweise. Ich habe keinen Plan, wieso, aber ist so. Was haben wir denn sonst noch? Alle Kugeln haben wir alle. Und es gibt da sonst noch so getränkte Kugeln. Aber die finden wir alle hier in Camlan oder in so einem komischen Thron, wo wir dann hingehen. Alles könnte Illusion sein. Treten wir vorsichtig auf. Du sagst es. Warte kurz. Meinst du das ernst? Zu blöd. Ja, ich habe jetzt echt keinen Plan, was ich machen muss. Eventuell muss ich da wegen Steinen aus Sicht halten. Hallo, everyone here. I'm so alone. Please, I'm hungry. Oh mein Gott, da kommen wir auch nicht durch. Was muss ich denn jetzt tun? Moment. Ich bin der Shepherd. Lass mich hier raus. Lass mich hier. Okay, das bringt auch wieder nichts. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich machen, um weiterzukommen? Da auf jeden Fall auch nicht. Oder, Moment. Könnte es sein, dass ich mir jetzt gerade selbst einen... Ich weiß. Das kann doch nur sein, dass wir vielleicht das andere Zeug töten müssten, was da drin eigentlich wäre. Aber ich bin natürlich ein Superheld und mache, dass das Zeug weg ist. Gut, wir haben hier was, wir haben da was. Der ist schon wieder weggegangen, da vorne ist auch noch was. Also ich schätze jetzt mal, wir müssen das alles töten, was da drin ist. Ansonsten habe ich jetzt gerade keinen blassen Schimmer, was wir tun müssen oder könnten. Denn hier finde ich jetzt gerade gar nichts mehr. Wir waren eigentlich schon an allen Enden. Und hier geht's nicht weiter. Da hinten ist noch einer. Hallo? Kann ich hier irgendwo vorbei oder muss ich zuerst alle töten, damit ich vorbeikomme? Ach so, okay. Das ist doof, dass ich... Heiliger Trank. So. Wir haben zum Glück noch ein paar. So. Also, gut. Ich habe herausgefunden, was es geht. Gehen wir dadurch.
Hinten steht jemand. Wer ist das? Wer ist das? Wer könnte das sein? Ach, man, blöde Mauer hier. Wer ist da? Ach so, das sind wir. Oh, Rose sieht so niedlich aus in dem Kostüm. This is Simone's doing. Yeah. We don't have any time to lose. Let's blow through this one. You got it! Burn! What's going on? I can't deal with this! Simone! Was gibt das? Sorry, unbekannt. Stufe 59, Widerstand. Heuert euch. Ich schätze mal, versuchen wir es. Geh mal raus. So, dann nehmen wir mal, nein, nicht Edna, ich will Nikon. Oh mein Gott, hör auf! Ja, dann, ich schätze jetzt mal. Okay, es passiert nichts. Ich hätte jetzt gedacht, da wird das vielleicht ändern. Aber sieht nicht so danach aus. Alles klar, aber der ist hinüber. So, dann ist noch Rose. Wir töten Rose, oh mein Gott. Aber sie ist echt schwach. Stop it. It hurts. Does it not pain you to attack your comrades? Of course it pains our hearts. But we won't let that stand in our way. Sicher tut es weh im Herzen, dass wir unsere Kameraden angreifen. Aber scheißegal, wir folgen unseren Weg. Ist ja klar. Okay, war jetzt nicht gerade allzu schwer. Ich hatte in letzter Zeit ein bisschen schwierigere Kämpfe. Was war das? Das war komisch. So. Levelaufstieg? 57.112 Gold. Oh mein Gott. Warum das denn? Hätte ich doch meine schönen Dings gebraucht, Beutetrank. Ach, nö. Lila, es wäre schwer für einen Seraph, so viel Malevolence ohne ein Vessel, wouldn't it? Huh? Yes. The Seraph would have a difficult time wielding his powers. I thought so. I guess she's running out of ideas for what kind of illusions to make. Looks like it. But let's proceed with caution. Yeah. The most important thing is to keep calm in these kinds of situations. Ja, keep calm. Immer schön ruhig bleiben. Was wird als nächstes passieren? Ich will mal zum Norman kommen, bitte. Das wäre eigentlich schon sehr nett von dir, Spiel. So, und hier sollte der sein? Irgendwo? Irgendwann? Irgendwie? Ah, da ist er. Normansuche. Hast du noch Ausrüstung mit offenen Fertigkeiten? Kennen Sie nicht, was schere ich denn? Was hast du denn? Standhaftigkeit beim Wirken plus 1. Anzahl von... Standhaftigkeit? Was ist Standhaftigkeit? Ich habe keinen Plan. Ich geb's ihr mal. Ja, hinzugefügt. Gut, damit ist erstmal geholfen. Wenn du mehr brauchst, dann ruf mich zum Herrscher des Landes. Weg ist er. Cool, das ist vielleicht ein Level 10er. Oh, runde Sonnenbrille. Und ein Elixier. Ich hatte eigentlich mehr Elixiere, aber ich habe sie verkauft. Ich habe da gedacht, okay, Elixier brauche ich eventuell nicht. Verkaufen wir. Aber ich schätze mal, ich hätte es dann doch noch... Och nö, ich hätte vielleicht meinen Traumgummi noch auffüllen sollen. Habe ich vergessen. Aber egal, wir kriegen das schon hin. Wir sind ja jetzt stark geworden in letzter Zeit. Denn meine Hand tut mir weh. Sklavenschatten. Also wenn das jetzt besser ist... Als... Nee. Ja, wusste ich doch. Nee. Kann doch nicht sein, dass das jetzt stärker ist als die Schwerte, die ich bekommen hatte, als ich den Finsterturtles gekillt habe. Der war Stufe 78. Und ich habe ihn besiegt. Im ersten Versuch. Ich bin stolz drauf. Nein, eigentlich bin ich nicht stolz drauf, so wie ich das gemacht habe. Oh mein Gott. Das war ein bisschen peinlich. Aber hey. Stufe 78. Pegasusflügel. Ich habe es überlebt. Oder einschlagen. Nee, also wenn er ein mystisches Art eingesetzt hätte, wäre ich immer gestorben. Das auf jeden Fall, aber... Boah, er musste auch seine SA-Punkte auffüllen. Und nicht nur ich. Das finde ich wenigstens schön, dass es... Dass die mystischen Arten von Gegnern... auch in einen gewissen Zeitspanne kommen und nicht einfach immer
getriggert werden können. Todesblatt. Oh, der könnte vielleicht besser sein. Als die Waffe, die Layla hat. Vielleicht, ich weiß es nicht. Könnte auch sein, dass sie schon sehr stark ist, aber... boah, egal. Weil das Zeug habe ich ja, glaube ich, aus meinem Trainingslager sozusagen genommen. Ach, schon wieder? Not again. Okay, schauen wir uns um. Wodurch müssen wir gehen? Das sieht mir nach einem Weg aus. Denn wir folgen jetzt dem schwarzen Zeug. Wo könnte es sein? Also ich sehe hier irgendwie nicht so einen Weg. Aber ich laufe jetzt einfach mal. Und treffe eventuell wieder mal auf irgendwas. Ah, da vorne. Oh, ich habe es, glaube ich, schon herausgefunden, was es ist. Moment, eine kleine Überraschung für die Tails-Freunde. Okay, soll ich nur versuchen? Oh, ist nicht das... Oh, Mann. Moment mal. Wir haben Wasser und... Wasser und Wind. Wasser und Wind. Wind. Ach, egal. Ich lasse es einfach so. Hallo, Leute. Wie geht's euch? Unpassende Musik für Tales of Terra, muss ich sagen, aber die sind schon Stufe 60. Schon ein bisschen besser, aber die haben ja verdammt wenig Lebenspunkte. Oder haben die einfach genau gleich viele Lebenspunkte, wie ich jetzt sozusagen hatte oder hätte? So, jetzt hau immer drauf. Bombs, Bombs. Das wollte ich jetzt nicht. Aber okay. Die ist ja schon fast platt. Bombs. Okay. Wir haben keine Chance. Du wirst schon sehen, Püppchen. Es gibt für uns kein Zurück mehr. 200... Nee. 61.000! Okay. Alles klar. Wenn es nochmal dazu kommt, zu so einem Kampf, ich werde meine Beuteltrank einsetzen, hundertprozentig. But Simone's just gonna throw more of her crap at us. I bet she will. But it won't be anything we need to worry about. Probably not. Even her illusions are starting to lose their spectacle. She can make passable imitations of Rose and Saray, sure. But it's looking like everything else is beyond her reach. Yeah, if she could scare us with anything she wanted, you'd think there'd be more guts and stuff. Spleens. Spleens? Anyway, let's keep moving forward. Right. We don't want to let her stall us here while we talk about how bad she is at her job. Yeah. So, ich schätze, da kommt doch noch was. She sure is trying. It's kind of getting annoying. But I feel like the effects of her technique are weakening. Simone, could it be? Was ist das? Was in aller Welt ist das, was Rose will? I should learn to ski. Huh? Why? Because hell froze over when you started using your head. It's okay, Rose. It's hard at first if you're not used to it. Very funny. So that's what you think of me. So, Rose, what was on your mind? Well, you know, we've beaten a whole bunch of Hellions. Those big old boss-type suckers. But I feel like I'm... missing something. Is it that you want to become stronger? More like... something that'll clinch the battle. I don't know if that's necessary. You're already plenty strong, Rose. That's something only people who've lived on the battlefield will understand. That feeling when you know what you have to do, but you lack the confidence and the strength you'll need to do it. Knowing what you have to do, and getting confidence in your strength. Rose, the desire for strength is one that can very easily breed malevolence. Rose, like I said earlier, you don't have to do anything you're not used to. Remember back in the Tintagel ruins? You listened to what I had to say and then searched your feelings to come up with your answer. Someone like you
You don't need to think. Just feel. Right? Our Mickey's actually pulled together some good advice. Chalk me up as another vote. Yeah. Maybe it's time to go back to basics. Might as well. How about where we first met then? Lady Lake, wasn't it? Yeah. Even before we met Lila. Wow. You do make a beeline for the lady folk. Sounds good. Thanks, everybody. I see I needn't have worried. But I'm glad you did. Thank you, Lila. Of course. Oh, Mensch. Liebe Game Designer, warum tut ihr mir das an? Ich bin bereit für das Ende und was kommt? Ich kann mich jetzt porten, nach Damsee gehen und gegen Rose kämpfen. Und was ist das? Kann ich hier zu Hexen lesen? Oh mein Gott. So Leute, ich würde mal sagen, ich weiß, ich habe vielleicht nicht allzu viel Aufnahme bereit hier, aber wir haben wieder irgendwas bekommen, was wir machen können, aber die Hexeninsel, die könnte schon ein bisschen übel werden. Aber wir können ja mal schauen. Ich schätze jetzt mal, das könnte die Hexeninsel sein. Keine Ahnung. So Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und zwar bei Damensee. Wir gehen mal wieder weg hier. Ciao Leute.